Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen. Ich wünsche euch einen fruchtigen und zugleich auch cremigen Tag. Hoffe bei euch ist alles fresh, ihr habt gutes Wetter und es geht euch gut. Heute gibt es mal wieder ein Video, das zwar auch dafür da ist, um besser zu werden in League, aber es ist ein ja doch relativ besonderes Video. Es sind nämlich die goldenen Solo-Queue-Regeln. Ja, es ist quasi, man könnte ein Handbuch daraus bringen und es sind ja wie damals Martin Luther seine Thesen quasi an die Kirche genagelt hat, so werde ich diese goldenen Solo-Queue-Regeln, die ich niedergeschrieben habe, ebenfalls an irgendeine Kirche nageln oder irgendwo, ich weiß es noch nicht genau. Das Gebäude für das Monument der Spiele, ich weiß es nicht. Ihr könnt ja gerne sagen, wo ich es dran nageln soll. Auf jeden Fall, was ist der Hintergrund hier hinter? Der Hintergrund ist folgendes. Ja, aktuell spiele ich ja nicht mehr so viel League, das ist gerade ein bisschen räudig, aber wird in nächster Zeit hoffentlich auch wieder mal mehr werden. Vor circa 5-6 Monaten war ich ja noch sehr, sehr aktiv, viel am Spielen, aktiv am Climben, ich hatte so meine Probleme, ich war noch irgendwo in Platin 2, ich war auch mal in Platin 3, ich war auch mal in Platin 1, ich war überall da in dieser Richtung, aber ich hatte wirklich Probleme. Es sind Sachen passiert, die doof sind und ich habe die Champions rotiert, ne, ihr kennt mich, ich habe da alles mögliche gespielt, dann habe ich Kane gespielt, dann habe ich Vladimir gespielt. Ich habe jetzt schon mal ein Video dazu drüber gemacht und ja, ich habe mich teilweise dann auch irgendwann einfach gefragt, das können doch nicht meine Mates sein, ich muss doch wirklich einfach scheiße sein. Ne? Und ich war auch einfach scheiße und ich habe dann geguckt, okay, hey, wie kann ich mich verbessern? Und hierzu habe ich sie genannt Besserwerden-Liste ja formuliert, beziehungsweise angefangen und habe mir gedacht, jedes Mal, wenn ich Sachen mache, die mir auffallen, die kacke sind, die ich regelmäßiger mache, werde ich diese notieren. Das heißt, wenn ein Fehler passiert ist, wo der eigentlich nicht passieren darf, aufgeschrieben. Und diese goldenen Solo-Queue-Regeln, die vor allem für mich gelten, aber wahrscheinlich auch sehr, sehr viele für euch gelten, werde ich euch nun vortragen und auch sagen, was der Hintergrund dahinter ist. Das heißt, fangen wir zunächst mit der goldenen, also die Wichtigkeit ist auch ganz oben, goldene Solo-Queue-Regel Nummer 1. Also es ist die größte Priorität aller Solo-Queue-Regeln. Und auch wenn diese jetzt erstmal für euch nach toll klingt, so ist sie wahr und von größter Wichtigkeit. Regel Nummer 1. Ja, ich lese genauso vor, wie es hier steht, diese Regel. Lee Sin ist Freeloose. Dodge immer bei Lee Sin im Team. In Klammern, Ausnahme plus über 59% Winrate des Lee Sin-Spielers. Ja, bei ca. 20 Games. Das steht da nicht, aber so sollte es sein. Das heißt, ja, gerade jetzt wird Lee Sin aktiv ein bisschen mehr gebufft. Das heißt, das ist nicht mehr ganz so katastrophal. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist er immer noch so bei 47-48%. Und Lee Sin ist wirklich, also es ist nicht, ich habe viele Games gemacht und immer wenn ich Lee Sin wieder im Team hatte, vielleicht hatte ich auch einfach Pech, dann ist dieser Lee Sin im Late Game komplett useless gewesen. Und Lee Sin ist einfach wirklich ein Champion, den musst du komplett beherrschen. Denn es reicht nicht, wenn du im Late Game deinen Q triffst. Das reicht nicht mal ansatzweise. Du musst Lee Sin so gut beherrschen, dass der gegnerische AD Carry in dein Gesicht fliegt. Also in meins. Ja, ich bin Akali, bin Kassadin, ich bin LeBlanc, was auch immer. Und der AD Carry muss da angeflogen kommen, sodass ich den direkt töten kann. Das heißt Insect Kicks und sowas. Und die meisten Lee Sins haben das nicht ordentlich drauf, machen nur irgendwelche Kack-Plays. Und damit kannst du halt einfach wirklich nichts anfangen. Und jedes Mal, wenn ich diesen Lee Sin im Team hatte, habe ich einfach verloren. Und ich habe mir geschworen, immer bei einem Lee Sin zu dodgen. Die Ausnahme, naja, es gibt gute Lee Sins, die sind selten, aber mindestens 59% Winrate. Auch diese Regel würde ich euch empfehlen. Regel Nummer 2. Ebenfalls sehr, sehr wichtig. Ich lese vor. Diskutiere, groß geschrieben, niemals. Niemals. Mit Schwachköpfen, alternativ Dummköpfe. In LOL, außer du willst selber einer sein. Ja, ich lese nochmal. Diskutiere niemals mit Schwachköpfen, alternativ Dummköpfe. Köpfen. In LOL, außer du willst selber einer sein. Ja, das Ding ist nämlich ganz einfach, wer mit Dummköpfen diskutiert, ist einer. Das heißt, wenn jemand sagt, hey, du bist kacke, dann ignoriert ihr den. Wenn da jemand sagt, hey, warum bist du da und da und warum machst du dies und diskutiert nicht. Ja, wenn ihr mit Flamern diskutiert, seid ihr Dummköpfe. Wenn ihr Dummköpfe sein wollt, könnt ihr das gerne machen. Druckt euch diese Regel super heiß oben ins Gehirn rein, irgendwie mit so einem Brennstempel oder sowas. Es ist eine, also es ist Regel Nummer 2, ja, es ist unglaublich wichtig. Niemals mit Dummköpfen diskutieren, sonst bist du selber einer. Regel Nummer 3. Eigentlich hätte sie vielleicht nicht hier sein müssen, aber es ist dennoch eine wichtige Regel. Barrier ist immer ready, ja.
Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber Barrier ist immer ready. Das heißt, ich hatte sehr, sehr oft dieses Matchup gegen Barrier-Spieler. Gerade in der Mitte, Barrier ist mein Hard-Counter, weil das ist einfach GG, so ein defensiver Spell. Ich liebe ja Overextend und aggressive Spielen. Aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr oft passiert. Dann habe ich mich gefragt, hat der Gegner jetzt noch Barrier? Und ich habe so gedacht, wahrscheinlich hat das nicht. Ich engage mal und im Endeffekt hat er Barrier gehabt. Ja, dann wieder anderes Game, Ja, also ich könnte dafür gehen. Ja, ich weiß nicht, ob er Barrier hat. Wahrscheinlich. Es könnte sogar wirklich sein, dass das nicht ready hat. Ich engage auf den Gegner und er hat wieder Barrier. Barrier, muss man dazu sagen, hat einen wirklich geringen Cooldown. Und die Regel ist einfach, wenn ihr nicht wisst, ob Barrier ready ist, Barrier ist immer ready. Im Prinzip fast wie Ghost. Also hat auch sehr, sehr wenig Cooldown. Wobei Ghost jetzt nicht so bestraft ist, wenn du jetzt jemanden divest und der hat Barrier. Ja, grundsätzlich merkt das euch. Regel Nummer 4. Sehr, sehr wichtig. Katarinas Throne immer. Es gibt super krasse Katarina-Spieler und diese Katarina-Spieler werden meistens irgendwann in dem Game so fett, dass sie immer und immer und immer, ich habe schon gegen so viele OTPs gespielt, im Prinzip gibt es nur Katarina-OTPs, man trifft keine Katarina, die nicht im Namen hat Kata oder irgendwas im Club-Tag oder Dagger oder was weiß ich, ne, und Katarinas sind wirklich so, die werden halt schnell fett und dadurch denken sie, sie müssten jede Situation 1v9 gehen und ich habe wirklich unglaublich viele Games gegen diese super fetten Katarinas schon gewonnen. Ich sage nicht, und das ist wichtig, dass diese immer das Spiel verlieren. Throne heißt nicht, dass man direkt das komplette Game verliert, aber man kann das Game turnen. Ja, sonst hätte ich geschrieben, Katarinas verlieren immer. Aber, ne, merkt es euch, wenn eine gegnerische Katarina fett ist, Katarinas Throne immer, versucht zu groupen, versucht, sie eine Falle zu stellen. Das ist die Regel. Regel Nummer 5. Kein Baron, wenn der gegnerische Jungler am Leben und in der Nähe ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Ganz einfaches Ding ist, ich habe schon so viele Spiele verloren, wenn man sagt, okay, hey, da ist nur noch ein Jungler am Leben und dein eigener Jungler steht da mit deinem ganzen Team. Ja, das heißt, der gegnerische Team komplett tot, Jungler aber oben bei Baron und dein Team. Er springt rein, kriegt Baron und darauf haben wir das komplette Game verloren. Ultra oft schon passiert bestimmt. Also kann ich wirklich an einer Hand nicht mehr abzählen. Super oft passiert und irgendwann habe ich mir gesagt, Leute, ich ping immer richtig aggressiv back, ja, so ungefähr, wenn der gegnerische Jungler in der Nähe ist. Ja, es gibt Ausnahmen. Ist der gegnerische Jungler auf der Botline, ist das okay. Ja, oder wenn jemand den wegsauen kann, wirklich effektiv, kann man damit arbeiten, aber ist der gegnerische Jungler in der Nähe von Baron, niemals Baron machen. Man kann so einen Baron machen, naja, aber gerade wenn ihr ahead seid, das Team seid, was vorne seid, weil ihr den Baron machen könnt, dann braucht ihr den nicht zwingend. Ja, ihr seid ja ahead ohne den Baron schon. Wenn ihr den Baron abgibt, kann es sein, dass ihr danach verliert. Regel Nummer 6. Lieber mehr usen als gar keinen Kill. Eigentlich müsste diese Regel noch weiter nach oben. Es passiert so oft auch in meinen Videos, dass ich für einen Kill nochmal Ignite draufhaue, wo dann viele Leute sagen, ja, der wäre auch ohne gestorben. Oder auch ohne Flash gestorben. Und das mag auch manchmal richtig sein. Aber stellt euch vor, ihr spielt Zed. Einen Champion, der unglaublich gerne und wirklich viele Kills braucht. Und ihr geht bei Level 2, ihr habt einen super geilen Trade oder Level 3. Und ja, der Gegner kommt weg, ihr denkt, das Ignite alleine würde reichen. Ja, er hat noch so ein paar Prozent. Ihr spart euch also euren Flash auf. Und der Gegner stirbt nicht mehr, überlebt mit 1%. Ja, weil ihr nicht geflasht seid. Hättet ihr geflasht, wäre gestorben. Und jetzt ist nämlich das Ding, ihr werdet das ganze Game euch drüber aufregen, was wäre passiert, wenn, hätte ich diesen Kill bekommen, hätte ich snowballen können, hätte ich noch einen Kill gemacht, hätte ich auf der Botlane einen Kill gemacht, hätte ich auf der Toplane Kills gemacht. Deswegen, Leute. Und sehr, sehr oft passiert es dann, dass man im Endeffekt doch immer noch alles benutzt und dann trotzdem zu deep drin ist und stirbt. Das heißt, du merkst, okay, scheiße, Ignite reicht nicht, du flashst da irgendwie hin, kriegst da eine Kette ab oder was gegen LeBlanc, was auch immer und bist dann auf einmal doch noch RIP. Na, deswegen, lieber alles usen als gar kein Kill. Nummer 7. Niemals mit Teleport im Early Game sterben. Ja, ist nicht die wichtigste Regel für mich, weil ich nie mit Teleport spiele, fast nie. Das Ding ist folgendes. Wenn ihr auf der Toplane mit Teleport spielt und dann im Early Game stirbt, dann spielt ihr falsch. Genauso in der Midlane. Teleport ist nämlich dafür da, dass wenn ihr super wenig HP habt, vor allem wenn ihr gegen den Ignite Matchup spielt, dass ihr auch einfach, klar, manchmal ist man so gebaitet und sagt, okay, ich will noch eben so 100 Gold oder dies und das. Im Zweifel, also wer mit Teleport stirbt, ist halt wirklich bad, ne? Weil das ist ein Spell, mit dem könnt ihr euch voll heilen und ihr seid instant wieder da, ne? Wenn ihr gegen den Ignite Spieler spielt, dann fightet vielleicht ein bisschen, ne, im Zweifel, am besten gar nicht fighten. Und wenn ihr dann auf 20 oder 30% droppt, dann teleportiert ihr zurück. Beziehungsweise geht in die Base und teleportiert zurück auf die Lane. Wer mit Teleport stirbt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ist komplett horrible. Super bad. Super bad.
Regel Nummer 8. Kein Drake oder Baron, wenn Lee in der Nähe ist. Okay, ich denke, das ist sehr, sehr selbstverständlich. Ich glaube, da hatte ich wohl irgendwo mal ein Syndrom. Lee Sin, klar, ich hasse Lee Sin, aber er ist halt einfach der absolute Kill-Stil, beziehungsweise Objective-Stil-Gott. Da muss man, glaube ich, echt wenig zu sagen. Wenn er in der Nähe ist, niemals einen freaking Baron oder einen Dragon machen. Wobei das ja auch ein bisschen mit dieser Regel, ja, kein Baron, wenn der Gegner in der Jungle in der Nähe ist, einhergeht, ja. Regel Nummer 9 ist eigentlich keine wirklich wichtige Regel, ist eher so eine, ja, so eine Information. Ein Infernal Drake kommt niemals allein. Ja, das ist tatsächlich so, immer wenn ich einen Infernal sehe, spawnt auch der zweite und der dritte. Also, Infernal Drakes sind Rudeltiere. Regel Nummer 10. Mehr Damage ist eigentlich eine super wichtige Regel, muss eigentlich weiter nach oben. Mehr Damage ist weniger Damage und weniger Damage ist mehr Damage. Klingt jetzt erstmal unglaublich verwirrend, aber stellt euch Folgendes vor. Ihr seid Vayne, ihr seid super gut im Game, 10-2. Könnt euch jetzt entscheiden, ihr habt 3000 Gold oder sagen wir, ihr habt 2000 Gold. Was kauft ihr? Kauft ihr euch irgendwelche BF-Swords oder irgendwas, um vielleicht auf Lifesteal zu gehen oder auf Infinity Edge oder was auch immer? Oder kauft ihr euch gegen den gegnerischen Skarner eine QSS? Ja, die Regel ist meistens sehr, sehr klar, die Leute kaufen sich lieber Damage. Ne? Weil Damage ist halt Damage. Was passiert? Die Vayne wird geultet von Skarner, von... Wen weiß ich was, von wem sie geultet wird. Es gibt ja auch andere defensive Items gegen eine LeBlanc, zum Beispiel einen Hextrinker. Man kann auch ein GA kaufen, eine Stopwatch etc. Das geht alles in diese weniger Damage-Kategorie. Ja, du kaufst zwar weniger Damage, hast dadurch aber die Möglichkeit zu überleben. Die Vayne, die gegrabt wird vom Skarner, wird instant sterben, hat 10 Kills, ist Throat auf jeden Fall, gibt super viel Gold ab und hat super wenig Damage gemacht. Wenn ihr die Stopwatch habt oder einen GA oder was weiß ich, ne, eine QSS, überlebt ihr das Ganze und ihr seid in der Lage, Schaden zu machen. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für Toplaner. Ja, das heißt, wenn ihr ein Toplaner seid und ihr seid behind, dann geht ihr nicht weiter, also zum Beispiel ein Bruiser, der auch locker mal ein Tank-Item gehen kann, dann geht ihr nicht weiter auf Damage-Items, sondern ihr kauft euch ein Tank-Item. Denn wenn ihr länger lebt, könnt ihr mehr Damage machen. Stellt euch vor, einen, wen haben wir auf der Toplane? Eine Irelia. Irelia steht 0-10. Oder, ne, wir können es auch sagen, sie steht 10-0. Ne? Sie geht Trinity, geht Rune King, geht Rageblade, sagen wir einfach mal. Ja, das heißt, sie macht super viel Schaden, würde jeden One-Shotten. Sie wird im Teamfight sofort CC'd, ist sofort tot, hat 1000 Damage gemacht. Eine Irelia, die sich noch eine Titanic kauft oder einen GA, irgendwas, Frosthammer, Sterak, ist komplett egal. Die ist so schwer down zu bringen, dass sie einfach ihre Rotation 10 Mal durchkriegt und dadurch super viel Schaden macht. Das heißt, weniger Damage ist mehr Damage. Ja, jetzt kommt noch so eine kleine Regel für mich. Keine Assassinen in zwei Fulltanks picken. Und jetzt kommen noch zwei unglaublich wichtige Off-Game-Regeln. Regel Nummer 41. Gelieferte Pommes sind immer Wabbelpommes. Wenn ihr euch irgendwann mal Pommes bestellen solltet, merkt euch, gelieferte Pommes sind immer Wabbelpommes. Und Regel Nummer 42, ja, da sind noch sehr, sehr viele, da ist noch viel Platz für weitere Regeln, deswegen, ja, die Wichtigkeit ist halt nicht ganz hochgeschrieben. Ja, das mit den Assassins war zum Beispiel Regel Nummer 38. Regel Nummer 42. Euer PC inklusive Monitor sollte nicht aus Holz bestehen, in Klammern, wenn möglich. Ja, damit sind wir mit den Regeln durch. Ich hoffe, dass der ein oder andere vielleicht sogar was damit anfangen kann. Ich werde sie unten in die Beschreibung nochmal rein kopieren, falls der am einen oder anderen... Na, also, das sind gute Regeln. Das ist kein Shit. Das ist jetzt nicht irgendwie Troll. Das sind gute Regeln. Na, ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und tschüss.